Was geht ab, Leute? Euer Redhams zurück mit einem neuen Video hier auf seinem Channel. Heute mal mit einem ganz, ganz anderes Thema, Leute. Ich habe es mir ganz gemütlich gemacht. Ich sitze hier auf dem Fußboden im Hintergrund mit meiner Couch. Ich habe mir so einen Laptop aufgebaut, meine Webcam hier auf dem Tisch und mein Mic an meinem Tisch festgemacht. Und ja, heute geht es einfach mal um ein wichtiges Thema, was uns wirklich alle eigentlich betrifft, was uns jetzt auch in Deutschland betrifft. Und das ist der Coronavirus. Manch einen interessiert es gar nicht und ich denke, manch einer hat gar nicht so richtig die Ahnung, was das eigentlich ist und was da eigentlich gerade passiert. Man nennt es, was gerade in China passiert, einen Ausnahmezustand und der Ausnahmezustand, der beläuft sich schon darauf, dass man die ganze Stadt so abgeriegelt hat, dass keiner mehr rein und rauskommt. Also sollte man sich schon Gedanken drüber machen, was da gerade passiert. Und dadurch, dass es jetzt auch noch nach Deutschland gekommen ist, betrifft uns das alle ja noch intensiver. Und ich meine, wir haben jetzt einen Fall und es liegt gerade jemand in München da. In Berlin sollte am Wochenende jetzt auch schon eine Person, aber das sollte wohl nur eine Erkältung sein. Aber es ist wohl jetzt heute auf dem Dienstag, den 28.01., auch eine Person ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo der Verdacht auf Coronavirus ist. So, und in München haben wir einen Verdacht, der schon bestätigt wurde. Und diese Person ist abgeschottet, also ist total abgeriegelt. Und ja, also ich sag mal so, was wieder mal in der Medienwelt passiert, wo es wirklich viel Lug und Trug gibt und auch viel, wir erzählen euch nichts und wir werden nicht alles veröffentlichen. Weil ich sag mal so, diese Stadt in China, die ist einfach mal komplett abgeriegelt. Da geht keiner rein, keiner raus und alles wird im Endeffekt verboten, zu filmen, zu machen, zu tun. Natürlich kommen auch viele Videos raus auf Umwegen, was ja auch gut ist, um wirklich darüber zu Bescheid zu wissen. Im Grundprinzip denke ich mir einfach nur, was da gerade passiert. Sie sollten uns das alles zu 100% wirklich richtig erklären. Weil ich habe jetzt ein Video. Also es geht gerade momentan ein Bildvideo viral. In diesem Video es ist ein Video, wo halt Bilder gezeigt werden und halt auch kleine Videoausschnitte, also von mehreren Sachen zusammengeschnitten. Und es ist eine Person, der das Video schon des Öfteren veröffentlicht hat und es immer wieder gelöscht wurde. Und daran sieht man ja schon, dass die Presse oder auch, sag ich mal, die oberste Staatsgewalt einfach mal etwas uns verheimlichen will oder zumindestens nicht will, dass es halt viral geht, aus dem Grund, weil man natürlich auch Panik vermeiden will oder verhindern will, was auch auf eine Art und Weise verständlich ist. Aber ich finde immer das so, so schlimm, dass wir als Mensch oder zumindest die Leute aus der unteren Schicht immer so ja, belogen werden. Und das ist das Schlimme daran. Ich wollte euch einfach mal das Video zeigen und hört euch das mal an. Also er redet sehr viel, es sind halt Bilder, aber ich kommentiere auch ab und zu mal. Also ich finde es einfach wichtig. Das geht jetzt 10 Minuten, das Video. Und zieht es euch einfach mal rein. Weil ich denke, es ist auch wichtig, das zu wissen, was wirklich bei uns auf dieser Welt passiert. Und bei uns jetzt in Deutschland natürlich auch. Ja. Dann werden wir mal loslegen hier. Den Coronavirus in China. Diese gleich nachfolgend genannten Informationen über den Coronavirus sind mir zugespielt worden und in der Presse nicht verfügbar. Die Presse verschweigt uns mutmaßlich alle Informationen, die über den Coronavirus eigentlich zu erhalten sind. Und vor allem werden diese wichtigen Informationen zurückgehalten, um die Bevölkerung zu beruhigen. Die Coronavirus-Pandemie ist weitaus schlimmer, als man euch glauben machen möchte. Sie ist viel, viel, viel schlimmer. Und ich gebe euch jetzt hier einige zusammengefasste Informationen. Die Übertragung ist von Also schon mal alleine das, was er am Anfang sagt, finde ich schon krass. Natürlich kann es natürlich auch wieder diese Situation sein, dass einer irgendein bisschen Humbug quatscht, aber in diesen Ausmaßen, was gerade passiert, ist es kein Quatsch mehr. Und jetzt erklärt er einfach mal, was es denn eigentlich genau für ein Virus ist. Mensch zu Mensch möglich und von Tier zu Tier. Das haben wir in den konventionellen Medien auch gehört.
Sie kann durch Flüssigkeiten übertragen werden und die Flüssigkeiten verlängern und verstärken sogar die Lebenskraft dieses Viruses. Der Coronavirus ist eine mutierte Art der SARS-Krankheit von 2003 und ist weitaus gefährlicher. Und das ist auch schon der große Unterschied. In den konventionellen Medien sagt man, der Coronavirus ist eine abgeschwächte Version der SARS-Krankheit von 2003. Und das ist falsch. SARS hat eine Inkubationszeit von 7 Tagen und Fieber als Vorläufer, also als Warnsignal. Der Coronavirus hat eine Inkubationszeit von 14 Tagen und tritt sogar ohne Fieber aus. Das heißt, diese ganzen Bilder, die ihr auch in den Medien seht, diese Temperaturmessungen, die an den Menschen durchgeführt werden, ja, das ist alles schön und gut. Man glaubt, dass man auf diese Art und Weise den Virus ausfindig machen kann oder besser gesagt schon den Erkrankten ausfindig machen kann, aber das ist falsch. Die Anzeichen für eine Erkrankung sind unter anderem Ausschläge auf der Haut mit roten Punkten, in der Mitte mit einem schwarzen Punkt, verhärtet und stark juckend. Man weiß nicht, wie die Krankheit ausgebrochen ist. Sicher ist eins, es gibt momentan kein Medikament und die Krankheit ist nicht heilbar. Ausgebrochen ist der Virus in der Stadt Wuhan. Bereits am 12.01. hatten Ärzte empfohlen, die Stadt abzuriegeln, weil die Situation völlig außer Kontrolle geraten ist. Die Verantwortlichen haben dies aber abgelehnt, in der Hoffnung, dies eingrenzen zu können. Und dies erwies sich als Fehler. Wir haben hier nämlich wertvolle Tage verloren. Seitdem sind täglich 300.000 Menschen aus der 8-Millionen-Metropole täglich ein- und ausgereist und dies in alle Welt. Ihr müsst mir jetzt überlegen, was er sagt. Sorry. Aber ihr müsst mir jetzt überlegen, was er sagt. Also er sagt eigentlich mehr oder weniger, was ihr auch alle gehört habt, aber was ich verstehe, ist so, die wissen, dass da was Lebensgefährliches ist, also ein Virus. Und der wirklich einfach mal auf der ganzen Welt wirklich weiß nicht, wie viel Tote bringen kann. Warum sperrt man eine Stadt erst so spät ab? Und wie er schon sagt, durch die Flughäfen oder sonst welche Fahrmöglichkeiten sind so viele Menschen tagtäglich aus dieser Stadt, aus diesem Land gekommen und haben sich auf der ganzen Welt. Und ich meine, es sieht man ja jetzt, dass er auch damit ein Stück weit recht hat, weil die Leute sind ja so weit gekommen schon, dass sogar dieser Virus jetzt schon in Deutschland angekommen ist. Und ihr müsst überlegen, man sagt, dass derjenige, der sich jetzt gerade in München aufhält, gesagt zu sich, der kommt vom Webasto, das ist eine Firma, die habe ich sogar hier bei mir, das ist 5 Straßen von mir entfernt. Ist ein anderer Standpunkt von Webasto, nicht von demjenigen, der da arbeitet. Aber im Endeffekt war da eine Austauschtante oder Leiterin oder irgendwie sowas in der Richtung, die hier halt aus diesem Nester kommt, hierher kommt, wie gesagt, und jemand angesteckt hat. Also das ist einmal so, das ist schon das Krasse, dass das überhaupt passiert, wenn die wissen und die Ärzte wirklich verzweifelt sind und gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und man hört ja, es gibt kein Heilmittel und es ist so, warum geht man damit so leichtfertig um? Keine Ahnung. Das muss man sich mal vorstellen. Und was in den Medien weiterhin nicht berichtet wird. Der Coronavirus verbreitet sich exponentiell. Also es ist wirklich völlig außer Kontrolle geraten. Heute am 23.01. ist Wuhan mit seinen 8 Millionen Einwohnern abgeriegelt worden. Es darf kein Flugzeug, kein Schiff, kein Zug, kein Auto die Stadt verlassen. Militär hat die Stadt komplett abgeriegelt. Das ist schon heftig. Heute am 23.01. wurden 8 weitere Städte komplett abgeriegelt und von der Außenwelt abgeschnitten. Allen voran die Stadt Wuhan mit 11 Millionen Einwohnern, dann die Stadt Zhejiang mit 550.000 Einwohnern, Xianchang mit 962.000 Einwohnern, Shantou mit 1,6 Millionen Einwohnern, Chibi mit 530.000 Einwohnern, Esu mit 1 Million Einwohnern und Huangshan mit 7,5 Millionen Einwohnern.
Zusammen sind 23 Millionen Menschen komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Und liebe Freunde, diese Nachricht verschweigt man uns oder im besten Fall spielt man sie uns herunter. Also es ist ja völlig normal, dass 23 Millionen Menschen komplett von der Außenwelt abgeschnitten sind. Und diese Situation gab es bis dato in China noch nie. Und wenn die chinesischen Behörden diese Maßnahme ergreifen, dann könnt ihr sicher sein, dass hier ein viel, viel größeres Problem vorherrscht als das, was man uns glauben machen möchte, hier in Deutschland und in Europa und auf der Welt allgemein. Weil ich denke, auch in anderen Ländern wird man das nicht auf den Tisch legen, was hier gerade passiert. Nicht zu vergessen, in diesen Städten müsst ihr euch vorstellen, die Lebensmittel werden knapp, Gemüse kostet bereits das 3- bis 4-fache zum Beispiel in Wuhan und die Preise werden mit Sicherheit teurer. Geschweige denn, dass wenn überhaupt noch irgendwas in die Stadt hinein oder herauskommt, eine humanitäre Katastrophe ist eigentlich fast schon vorprogrammiert. Die Krankenhäuser in Wuhan sind voll überlastet. Die Menschen stehen Schlange bis auf die Straße. Die Ärzte vor Ort können nicht helfen. Der Virus kann, wie berichtet wird, nur mit eigener Körperkraft besiegt werden. Sonst hat man keine Chance. In den nachfolgenden Videos zeige ich euch Menschen aus Wuhan, die auf offener Straße... Also ich muss jetzt nochmal ganz kurz pausieren. Also es ist doch, Leute, es ist krass, was da gerade passiert. Und ich bin kein Mensch, der gläubig ist, der betet oder sonst irgendwas. Aber ich habe auch mit China noch nie was zu tun gehabt oder sonst irgendwas. Ja, also aber Gott in allen Ehren. Also ich bete für diese Menschen, dass da so schnellstmöglich eine Lösung gibt, dass es vielleicht doch irgendein Heilmittel gibt. Oder es sind ja nicht alle Menschen krank, die, wie man jetzt auch auf dem Video sieht, einfach im Krankenhaus drin sind oder so. Aber es ist für mich schon so, wie würden wir reagieren, wenn wir wüssten, es ist hier in Deutschland ausgebrochen, in deiner Stadt, in deiner Straße oder in deinem Dorf, sag ich mal so, da würde doch jeder so reagieren und würde losrennen, würde irgendwie in ein Krankenhaus und um sich zu untersuchen zu lassen und seine Kinder nur um den, also wenn ich wüsste, dass das hier ausgebrochen ist, dann würde ich mit meinen Kindern natürlich auch ins Krankenhaus, um erstmal zu checken, ist da irgendwas. Natürlich bringt es mir im Großen und Ganzen auch nichts, wenn ich sage, okay, es ist ausgebrochen in meinem Kind, gesagt, weil man hat ja eh nichts, ne? Ich habe nur gehört, dass man halt natürlich diese Symptome, die halt kommen, wie Durchfall, es sind ja ein paar Sachen, die halt gesetzt drin sind, Durchfall, Fieber und all solche Sachen, die kann man natürlich auch irgendwie bekämpfen, aber wenn der Körper nicht stark genug ist, also ein schwacher Körper, und ich finde, dein Kind kann 3, 5, 6 und ich meine, die kleinen Kinder, die Babys oder sonst was, da kann der Körper doch noch nicht so diese Kraft aufbringen wie bei den erwachsenen Menschen. Und ich meine, es würde hier eine Panik ausbrechen. Es ist nun mal so. Und deswegen werden natürlich auch klar solche Videos ein Stück weit zurückgehalten. Aber es ist krass, es ist hier in Deutschland angekommen und jetzt müsste man einfach Tacheles sprechen und jetzt müsste man auf den Tisch schauen und sagen, so und so sieht's aus, Leute. Weil es wichtig ist, weil wenn jeder einfach nur ganz normal in den Tag hineinlebt und alles normal macht, wie schlimm kann das werden? Wie schlimm kann es werden, Leute? Und das ist so, das ist meine Meinung. Da kann jeder anders drüber denken und sich anders aufhören. Ich finde, da sollte einfach mehr unternommen werden und das schnellstmöglich. Einfach umkippen. Liebe Freunde, dieses Thema ist ernst. Ich werde euch hier auf dem Kanal auf dem Laufenden halten. Die Medien verschweigen uns bewusst die große Gefahr, die auf uns zurollt. Die Ärzte hierzulande, wie zum Beispiel die Ärzte der Charité aus Berlin, sagen, dass alles ja nicht so schlimm wäre und dass dies eine schwache Form von SARS ist. Also wenn das eine schwache Form von SARS ist, dann sollen sie uns bitte erklären, was gerade in China passiert. Warum fallen die Menschen einfach auf offener Straße um? Warum sind die Krankenhäuser völlig überfüllt und die Ärzte völlig verzweifelt? Die Städte komplett abgeriegelt. Sowas gab es noch nie in der Geschichte. In den Medien wird nicht einmal eine Reisewarnung für China ausgesprochen. Man sagt, das ist nicht notwendig. Dies, was momentan von den konventionellen Medien uns berichtet wird, ist eine Lüge. Warum ich zur später Stunde dieses Video für euch mache, ist Folgendes. Ich möchte euch warnen. Ich möchte keine Panik verbreiten oder euch verunsichern. Ich bitte euch nur eins. Schützt euch.
bei allen Menschenansammlungen. Am besten geht ihr da auch gar nicht hin. Meidet alle Menschenansammlungen. Meidet, wenn es möglich ist, Hauptbahnhöfe, Flughafen, Veranstaltungen mit vielen Menschen und so weiter. Alle Menschen, die jetzt aus Asien einreisen, können potenzielle Überträger sein. Bitte bedenkt, dass dieser Virus eine Inkubationszeit von 14 Tagen hat. Erst dann tritt dieser Virus in Erscheinung oder diese Symptome. Und dann kann es in vielen Fällen zu spät sein. Ich zeige euch jetzt hier nachfolgend Videos, die von den Menschen aus den Krisengebieten veröffentlicht worden sind, hochgeladen worden sind in soziale Netzwerke, um euch zu zeigen, was wirklich passiert. Diese Videos werden natürlich wenige Minuten nach Veröffentlichung gelöscht. Ich habe diese Videos für euch alle gesichert. Ich finde jetzt das zum Beispiel, was ist da los? Was machen die da? Wie gesagt, so dass es da so aussieht. Also ich bin kein Experte und ich weiß nicht, was das da sein soll. Aber es ist natürlich heftig und er hat ja auch wirklich recht damit. 14 Tage braucht dieser Virus, um überhaupt deinen Körper, sage ich mal, so zu erreichen, dass er ihn schwächt oder dass irgendwas wirklich passiert. Das heißt letztendlich, wenn wir jetzt einfach mal aufs Datum schauen, wann das passiert ist, wann es losgegangen ist, wann die dann erst abgeriegelt haben und wie viele Leute dann noch rausgekommen sind und was wir jetzt haben. Ich meine, 23.01.2020 haben sie abgeriegelt. Wir haben heute den 28.01. Das heißt letztendlich, wenn ich einfach richtig überlege, also wenn ich rechnen kann, sind seit weiß nicht wie vielen Tagen Leute noch auf die ganze Welt irgendwo hingeflogen, ja, überall hin. Und wie man jetzt auch sieht, bricht jetzt das erste Ding, wie gesagt, so hier in Deutschland aus. Der ist im Krankenhaus. Jetzt warte mal noch die anderen Tage ab. Wenn wir jetzt vom 23. 14 Tage aufrechnen, wo sind wir dann im Februar und wie viele Leute sind dann erkrankt? Und wie viele Leute haben davon nicht mitbekommen oder sonst irgendwas im Körper und haben in der Zwischenzeit aber schon weiß nicht wie viele andere angesteckt. Und genau das ist es, wo ich sage, so, das ist heftig. Und ich bitte euch auch dieses Video hier für euch auf eurer Festplatte zu sichern und zu verbreiten, zu verbreiten, zu verbreiten. Dieses Video ist copyright-technisch nicht geschützt. Ich erlaube jedem, der dieses Video sieht, es zu veröffentlichen in allen Kanälen. Ich gebe hier ausdrücklich eine Creative Commons Lizenz. Bitte verbreitet dieses Video. Bitte informiert so viele Menschen wie möglich, was wirklich passiert, um die Menschen zu warnen. Dieser Virus verbreitet sich am besten in großen Menschenansammlungen. Also manche Videos sind natürlich sehr, sehr klein und scheiß Qualität, aber ganz ehrlich, Leute, das ist egal, was für eine Qualität da. Man muss einfach das anschauen und man muss halt, wie gesagt, so, wenn es hier in Deutschland auch noch weiter vorgeht, hört auf das, was derjenige sagt und ihr seht, was da passiert. Also man sollte da auf jeden Fall schon. Da liegt wieder eine Person. Man sollte schon Acht geben. Na, der nächste. Also diese Panik, die da natürlich da auch herrscht, ist natürlich krass. Und wie gesagt, für die Leute, ich drücke die Daumen, dass da alles Mögliche in die richtige Richtung geht, dass alles gut wird. Krass, schaut euch das an. Das ist heftig. Ich hoffe natürlich wirklich für uns alle, dass das hier in Deutschland nicht so krass passiert. Aber wenn wir jetzt einfach nochmal kurz darauf zurückkommen, dass der hier in Deutschland, der Infizierte ja schon, wie gesagt, in München, jetzt auch noch in Berlin eventuell, bis jetzt sind die Testergebnisse noch nicht da. Sie haben gesagt, die sollen auf den Mittwoch kommen, also auf den 29.01. Und jetzt müsst ihr einfach nur einmal überlegen, dass der in München ja schon auch infiziert war und im Endeffekt sagt man in seinem Freundeskreis, Familienkreis 50 Leute.
50 Leute. Lasst ihn dann einfach nur von diesen 50 Leuten 5 angesteckt haben. Diese 5 sind auch schon wieder woanders gewesen. Und es geht bam. Ja, ob es auf Arbeit war oder sonst wo, die werden sich so schnell anstecken. Ihr seht es ja da, das ist so, das geht richtig schnell. Also es ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Leute, ganz ehrlich, ich werde dieses Video auch bei Instagram reinhauen. So, meine Lieben, also ich habe jetzt doch nochmal ganz kurz recherchiert und habe was entdeckt. Und da gibt es eine Seite, die habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Schaut mal drauf, da wird das Video, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, komplett auseinandergenommen. Und da wird alles nochmal aufgelistet. Alles, was er da drin sagt, wird halt kommentiert. Und es sind von 10 Sachen, glaube ich, 8, die alle falsch sind und 2, die richtig sind. Jetzt ist natürlich wieder die Sache, nimmt man die Sache auf diese Schulter oder nimmt man die Sache auf diese Schulter? Also sprich im Lügenbereich von der Internetseite oder ist das Video die Lügenseite oder ist die Internetseite die richtige Seite oder das Video die richtige Seite? Also man, es ist halt einfach nur mal so, es geht ja natürlich, was man immer so sagt, es gibt die Lügen, es gibt auch das Richtige und man weiß nicht, an was man festhalten soll. Ich sag mal so, ich bin hier in Deutschland, ich habe immer noch Glück, aber ich sage, wenn es alles dazu kommt, dann sind wir alle ja ganz schön am A. Und ich bin der Meinung, weil ich es auch hier in Deutschland schon oft genug mitbekommen habe, dass uns so viel verschwiegen wurde, was man auch immer wieder nachträglich gehört hat, so viele Fakten über Merkel, dies, das, jenes, was alles da immer so wiedergespiegelt ist, gehe ich davon aus, dass da vieles unterm Tisch gekehrt wird, um natürlich Panik zu verhindern. Im Großen und Ganzen verständlich. Und deswegen denke ich schon, dass vieles aus dem Video richtig ist. Also das wollte ich jetzt mal ganz kurz sagen, weil ich es gefunden habe. Schaut auf jeden Fall, wer Interesse hat, mal sich unten auf der Infobox, wie gesagt, so diesen Link an. Schaut mal rein und in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also bis dahin, reingehauen.